Amigos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor, es ist an uns, das zu beantworten. Seht ihr? Der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Sehr gut. An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Ja. Ein Künstler strebt danach, seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber die Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Gib mir das Kind! Sofort! Piss dich. Fort mit dir, du Stück Dreck! Jetzt chill doch mal, ich will mich erstmal hier umgucken. So, hier ist nichts. Ich werde den Burschen rufen, damit er dich windelweich prügelt. Du bist doch total. Ja. Was bin ich? So. Ach ja, ach ja. Tja, Entschuldigung. Shutdown. Das habe ich übersehen. Aber egal. Ich muss mir doch den Weg gar nicht hängen lassen. Ich kann einfach dem Pfeil folgen, ich fisch. Ist das nicht gut oder ist das gut? So, hier rein, sagst du. Ist mal alles freezen hier. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihres. Oh oh. Fuck. Alter, ich bin noch so schlecht. Ach, leck mich. So, jetzt nochmal mit aller Ruhe, Alter. Fuck! Junge, Scheißdreck, Alter. Schön ausrasten. Ich bin tot? Ich bin tot? Oh mein Gott!
mein Gott, ey, bin ich schlecht, Alter. Ja, wo bin ich jetzt? Toll. Unten irgendwo. Was mache ich jetzt? Was geht hier? Lol. War das gerade, weil ich das Zeug genommen habe oder was? Okay, Leute. Ihr habt es alle gesehen. Ach man. Ich bin richtig schlecht im Hacken. So. Wir haben selbst kaum noch Geld. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem komischen Ding hier. Scheiße, was mache ich jetzt? Oh, scheiße. Ich frage mich gerade, wenn ich sie rette, kriege ich trotzdem genug Adam, um mir das Dings zu holen, oder? Ich habe davon nicht ganz zugehört. Scheiße. Ach komm, ich war noch nie das Arschloch. Ich bin jetzt einmal das Arschloch und ihr wisst. Lol. Ih, was ist denn das? Sterbehilfe, Kleiner. Mehr war das nicht. Du hast jetzt mehr als genug, Adam. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Gut, das mache ich auch. Okay, ist jetzt hier wieder der Safe. Okay, ich probier's noch einmal, ja? Oh ja. Ja, ich weiß. So, sehr gut. Hat sich hin. Wow! Hallo! Wir waren doch gerade mit dem Glück! Was ist denn hier? Nein, dann fesselt uns das Gefühl wieder auf dem alten Anwesen. Ich muss was finden. Typen, dich werden wir nicht erretten. Du bist tot. So. So. Wir machen jetzt noch schnell was, und zwar holen wir... Fuck. Und zwar holen wir die ganzen Eisberge und danach gehen wir weiter. Hier lang, ja. An der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Aber die Parasiten sagten nein. Das Kind hat eine Pflicht. Es wird in den Krieg ziehen und für die Nation sterben. So. Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja,
Er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Nochmal erhöhten Nietenschaden. So. Wow. Oh ja, dass jetzt der Nietenschaden höher ist, das habe ich gemerkt. Na komm. Hä, wo sind wir? So, ich bin jetzt das Risiko eingegangen. Aber Wayne Train. So, Miete und eine verbrannte Leiche. Das Ende von Ryan ist das Ende des Ichs. Lamp wird uns den Weg weisen. Oh mein Gott, Alter. Verdammt. Okay. Gut. Ah. Ach, wie ich immer sowas sehe. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Jetzt sind noch einige Türen aufgegangen. Drams. Los, Choppers! Nehmt den Laden auseinander! Du bist ein Spuk und versteckst dich vor der Wow, 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 wow! Okay, wir holen uns jetzt noch das Plasmid und dann... Hmm.